Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Das Mane in Taiga hat es schon wieder getan. Ein neuer Sling Pack steht dieses Jahr vor der Tür. Der Modular Sling Pack 20 in der IRR-Version. Heute für euch. Im Gegensatz zu den anderen Sling Packs von Tasmanian Tiger ist dieser hier eher für den offenen oder für den Feldgebrauch gedacht, also kein Sling Pack fürs verdeckte Tragen. Das sieht man eigentlich auch schon hier vom Aufbau her, also ist definitiv nichts für den verdeckten Einsatz. Der Modular Sling Pack 20 hier in Steingrau-Oliv ist aus 700 Decodura gefertigt, IRR, das heißt Infrarot-Reflexionsarm. Haben wir auch schon bei den anderen Packs gehabt hier in der neuen Farbe. Finde ich sehr, sehr geil. Ist auch ähnlich dem Ranger Green. Also mir persönlich gefällt die Farbe hier sehr, sehr gut. Ihr habt vom Volumen her habt ihr 20 Liter. Das sagt ja auch schon der Name. Von der Größe her ist er 50 cm hoch, 24 cm breit und ungefähr 13 cm tief. Wobei ich sagen muss, 13 cm ist nur das Hauptfach. Alles, was hier hinten und vorne dran kommt, muss man noch dazu rechnen. Kommen wir mal zu den Features des Packs, wobei ich noch dazu sagen will, eigentlich hätte ich den in die TechWeg-Serie mit reingepackt, weil von der Ausstattung her kann man den wirklich sehr gut auch als Fahrzeugrucksack benutzen. Da kommen wir aber gleich zu. Ihr habt vorne jeweils unten und oben ein Klettfeld, wo ihr Patches anbringen könnt. Habt oben und unten auch ein Fach. Das machen wir mal das obere zuerst auf. Da ist auf der vorderen Seite hier, also auf der Flappenseite, ein Mesh-Einschub und auf der Rückseite sind 6 elastische Schlaufen. Und natürlich, wie man das bei TT kennt, gibt es auch ein D-Ring, um Ausrüstung zu sichern. Hier ist noch so ein kleines Päckchen mit drin. Das wäre jetzt auch der Punkt, wo ich sage, Fahrzeugausstattung, gelbe und rote Kordel. Für was können die wohl sein? Wir haben hier kein Schnellabwurfsystem. Der Pack ist auch dafür gedacht, dass man da ein Medic Pack draus bauen kann, ja? Weil im Hauptfach haben wir wieder Moleklett, das zeige ich euch auch gleich. Und entsprechend kann ich diesen Rucksack hier auch so oder diesen Sling Pack auch so ausbauen, dass ich den im Fahrzeug als Erste-Hilfe-Tasche für den schnellen Zugriff unterbringe. Und dafür sind diese Dinger hier gedacht. YKK-Reißverschlüsse müssen wir ja gar nicht mehr erwähnen. Die Front und die Seiten jeweils mit Laser-Cut-Molle, wie sich das gehört. Unten haben wir auch nochmal so ein U-förmiges oder umgedrehtes U-förmiges Fach mit einer Flappe, die keine weitere Funktion hat und mit einer Rückwand mit 3 elastischen Schlaufen. Hier seht ihr schon, entsprechend für den Einsatz mit Kurzwaffe konzipiert oder ausgestattet, 3 Pistolenmagazine. Hinter dem Laser-Cut-Molle habt ihr nochmal ein verstecktes Fach, wie ihr das vom Modular Pack 30 kennt. Perfekt für Dokumente oder ein paar Handschuhe. Und das war im Prinzip die Front des Packs. Gehen wir auf die Rückseite. Ihr habt natürlich oben und unten jeweils einen Griff. Das ist auch bei einem Sling Pack ganz wichtig, dass ihr hier entsprechend das Ding auch, wenn ihr es am Rücken habt, nach vorne ziehen könnt. Dafür sind diese Griffe da. Habt einen einzigen Tragegurt, auch typisch für einen Sling Pack. Der ist bei Tasmanian Tiger hier mittig angebracht. Das heißt, ihr könnt ihn jeweils nach rechts oder nach links versetzen, wenn ihr das möchtet. Ja, nochmal zurück zum Träger. Leicht gepolstert, mehr ist da nicht nötig bei einem 20-Liter Rucksack. Hier vorne nochmal Laser-Cut-Molle für ein zusätzliches Magazin oder was auch immer. Und hier unten, wie gesagt, die verstellbaren Gurte für von rechts auf links Betrieb. Was ich jetzt hier noch ganz schön finde, gerade warum ich auch gesagt habe, der ist für die TechWeg-Serie gut geeignet. Ich bin hier in der Lage, die ganzen Gurte wegzupacken. Ich habe nämlich hier auf der Rückseite auch noch mal ein Fach, das oben mit Klett geöffnet wird. Und da stopfe ich einfach die Sling rein. Dann ist die weg. Übrigens auch schön, hier an der Sling ist ein Klett. Das heißt, das schließt auch wieder sauber und ordentlich. Und das untere Ende kann ich hier unten hineinschieben. Und damit habe ich perfekt einen perfekt flachen Pack oder Sling Pack, der unter den Fahrersitz, vor den Fahrersitz oder nebendran oder auch für Helikoptercruise oder was auch immer sehr gut und klein hineinpasst und trotzdem schnell und gut mit dem Träger zu tragen ist. Für den Einsatz einer Kurzwaffe habt ihr hier am Rückenteil auf der
rechten Seite einen Zipper, wo ihr dann hier in ein verdecktes Fach kommt. Da ist jeweils an der Rückseite sind mehrere Klettstreifen, wo ihr Holster unterbringen könnt. Holster nicht dabei. Habe ich hier jetzt schon mal eine Kurzwaffe untergebracht. Muss ich dazu sagen, finde ich gut. Allerdings, wenn ich hier den Gurt, also den Tragegurt zum Wechseln mache, dann hätte ich den Reißverschluss auch gerne auf der anderen Seite, sonst gehen die Linkshänder nämlich da leer aus beim versteckten Waffe ziehen. Damit sind wir eigentlich schon beim Hauptfach, würde ich sagen. Das heißt ja Modular Sling Pack 20, lässt sich genauso bedienen wie auch bei den Modular Packs komplett, nämlich große Flappe, um den kompletten Inhalt zu erreichen. Haben wir hier mal ein bisschen Füllmaterial. Fangen wir mit der Flappe an. Da habt ihr drei große Mesh-Taschen mit Reißverschluss, wo ihr entsprechend Ausrüstung unterbringen könnt. Und dann an der Rückseite und an den Seiten, also auch Modular Pack typisch, habt ihr hier jeweils Molleklett. Ich habe hier schon mal ein paar Taschen von TT reingenagelt, die natürlich nicht dazu gehören. Aber hier entsprechend, dass ihr es nochmal sehen könnt, Molleklett, entweder Molletaschen oder wie ich es jetzt hier gemacht habe, Klettmodule zum Einbauen. Wenn ihr denn der Meinung seid, ihr müsst da noch eine Trinkblase unterbringen, auch dafür hat TT etwas vorgesehen. Ihr habt hier an der Oberseite einen Durchlass, das heißt, ihr könnt dann hier, wenn ihr eine Trinkblase habt mit einem entsprechenden, ja, sag mal, Holster oder einer Tasche, die mit Klett oder mit Molle hier zu befestigen ist, könnt ihr hier oben entsprechend das durchführen oder aber ihr hängt es einfach ein. Dafür hat TT immer hier eine Schlaufe, eine große Klettschlaufe und eine kleine Schnüpselschnaufe hier, wo ihr dann entsprechend nochmal eine Trinkblase einhängen könnt. Ich bin ja kein Fan von Sling Packs, aber ich muss sagen, die werden immer mehr oder die machen immer mehr Sinn für mich, gerade auch hier im Messebetrieb, wo man schnell mal an das Zeug ran muss oder ja, dafür ist ja ein Slingpack gedacht, ja, dass man nicht den Rucksack abnehmen muss, nicht über eine Schulter trägt, sondern wirklich schnell rankommt. Und hier speziell wirklich eine geile Sache fürs Fahrzeug. Wenn ihr nochmal irgendwie ein Medic Pack oder sonst irgendwas aufbauen wollt, ist das hier von der Form her ideal. Bekommt ihr überall da, wo es Tasmanian Tiger Produkte zu kaufen gibt. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zum Modular Sling Pack 20? In die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken, wenn ihr neue Videos sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.